Ja, worum soll es in meinem Vortrag gehen? Hintergrund und aktueller Stand. Wo stehen wir bei der Ausgestaltung dieses bayerischen Aktionsprogramms Gewässer 2030? Was verbirgt sich dahinter? Wir haben heute schon sehr viel gehört über Ineinandergreifen, Zusammenwirken, Hochwasserschutz, Biodiversität, Naturschutz, Gewässer, Ökologie. Also hier diese integrale Gesamtstrategie soll vorgestellt werden. Dann, der Titel hat es ja gesagt, es geht um Weiterentwicklungen im Hochwasserschutz. Nichtsdestotrotz wird die ökologische Gewässerfunktion ein Teil meines Vortrages sein, die Sozialfunktion ein Teil meines Vortrages sein und dann aber der Fokus dann auf die Weiterentwicklungen im Hochwasserschutz. Und als letzten Punkt möchte ich dann noch kurz auf die Vernetzung dieser Themenfelder eingehen. Also, wie wirken diese einzelnen Themen zusammen? Ja, was sind die Herausforderungen der Wasserwirtschaft? Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Natürlich, ein großes Problem, natürlich, Personalsituation, wo wir immer sagen, wir haben darüber gesprochen, dass die Aufgaben immer mehr werden, aber die Ressourcen gleich sind, zum Teil weniger werden. Das heißt, das ist natürlich eine Randbedingung, mit der wir umgehen müssen. Aber jetzt kommen wir auf die externen Herausforderungen. Die Hochwasserereignisse der letzten Jahre, insbesondere Zunahme lokaler Starkregenereignisse, Sie wissen alle, an der Donau gab es die großen Hochwasserereignisse in den letzten 20 Jahren, allen noch im Hinterkopf das Hochwasserereignis 2013. Wir haben das Pfingsthochwasser 99 gehabt, wir haben das Hochwasser von 2005 gehabt. Also große Flusshochwasserereignisse, aber auch 2016 hat es uns gezeigt, zum Beispiel Simbach, Triftern etc. Lokale Starkregenereignisse, die zu verheerenden Schäden und Sturzfluten geführt haben, materielle Schäden. Es gab auch Todesopfer zu verzeichnen. Also die Hochwasserereignisse stecken uns wirklich alle noch im Hinterkopf. Ja, Einfluss des Klimawandels, da steht Zunahme extremer Hoch- und Niedrigwassersituationen. Also ein Hochwasserereignis, das vielleicht noch mit einer Wahrscheinlichkeit heute von, sagen wir mal, einem tausendjährlichen Hochwasserereignis eingestuft wird, kann Ende dieses Jahrhunderts vielleicht schon ein Hochwasserereignis sein, das als ein HQ-100 eingestuft wird. Also Studien von der LMU München, das Projekt Klimex zeigt solche Tendenzen, dass eben die Jährlichkeit, die Wahrscheinlichkeit von Hochwasserereignissen um eine Zehnerpotenz nach unten gehen kann bis zum Ende dieses Jahrhunderts und natürlich, dass aufgrund dieser ganzen Erwärmungssituation, Klimaerwärmung, natürlich auch die Starkregenwahrscheinlichkeit und Starkregenhäufigkeit und auch die Intensität der Starkregenereignisse zunehmen kann. Auf der anderen Seite, Niedrigwassersituation wurde heute auch schon thematisiert. Wir haben das Problem der Trockenheit, wir haben das Problem der Hitzetage, wir haben das Problem der längeren Trockenperioden und eben der verschärften und verschlimmerten Niedrigwassersituation. Ja, Nutzungsdruck, intensive Landnutzung, intensive Landschaftsnutzung, Intensivierung der Landwirtschaft, das führte dazu oder führt dazu, dass in vielen Bereichen, nicht nur im Gewässer, sondern am und um dem Gewässer, ein deutlicher Artenrückgang zu verzeichnen ist. Das wissen Sie besser als ich. Auch das eine große Herausforderung, die es zu adressieren gilt. Und über die Wasserrahmenrichtlinie haben wir heute auch schon zur Genüge gesprochen. Also wir sind von der Zielerreichung weit entfernt. Wir haben gesprochen vom guten ökologischen Gewässerzustand. Hier haben wir natürlich deutliche Defizite und es wird schwierig, bis 2027 hier auch die Ziele zu erreichen. Umdenken ist erforderlich. Also wir müssen in eine andere Richtung denken als in diesem sektorellen Denken. Der Professor Geist hat es heute auch schon angesprochen. Er empfiehlt es in seinem Schlussplädoyer, hat er darüber gesprochen, dass eine integrale Herangehensweise besser ist als ständig in den einzelnen Bereichen versuchen, das Optimale herauszuholen und nicht über den Tellerrand zu schauen, weil eben diese Bereiche dann doch enger miteinander zusammenhängen,
als man vielleicht in der Vergangenheit gedacht hat oder vielleicht es auch gewusst hat, aber es einfach schwierig war, da irgendwelche Barrieren aufzubrechen und übergreifend zu denken. Also ein integrales Programm soll dieses neue Aktionsprogramm Gewässer 2030 sein, das grundsätzlich als Nachfolgeprogramm für das bisherige Hochwasserschutzaktionsprogramm 2020 Plus, das Ende letzten Jahres ausgelaufen ist und jetzt noch in seiner Evaluierung und Auswertungsphase sich befindet. Und dieses bayerische Aktionsprogramm Gewässer ist eben das Nachfolgeprogramm. Jetzt muss ich auch mal schauen, ob hier ein Laserpointer, ja, der funktioniert auch. Dann kann man hier auch ein bisschen das Ganze entsprechend mit visualisieren. Ja, ein integraler Ansatz soll es sein mit drei Säulen. Bewährte Weise eben der Hochwasserschutz, also die Fortführung, die konsequente Fortführung des Aktionsprogramms Gewässer 2020, des Hochwasserschutzaktionsprogramms 2020 Plus. Aber in den zweiten Säulen der Aspekt Ökologie, also die Verbesserung der ökologischen Gewässerfunktion, also die Berücksichtigung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, aber auch darüber hinaus die Entwicklung der Gewässer zu naturschutzfachlich wertvollen Lebensräumen und zentralen Achsen des Bayerischen Biotopverbunds. Also ein anspruchsvolles Ziel. Und die Sozialfunktion, also die Gewässer sollen in ihrer Erlebbarkeit, in ihrer Erholungsfunktion gestärkt werden. Wir sehen es hier oben, die Gesamtstrategie soll nicht nur auf die Gewässer, sondern wirklich auch auf den Menschen am, im und um das Gewässer hin ausgerichtet sein. Deswegen dieser integrale Ansatz mit diesen hier drei dargestellten Säulen. Wo stehen wir zurzeit? Aktueller Stand. Der Kabinettsbeschluss, wir sehen es hier oben, war 2018. Im Anschluss kam der Auftrag ans Landesamt für Umwelt, eben hier die fachliche Ausgestaltung und die verwaltungsinternen Richtlinien hier auszudefinieren, auszuarbeiten. Sie können sich vorstellen, dass hier viele Referate, viele Köpfe mit eingebunden werden sollten und eingebunden wurden, ein Abstimmungsprozess mit dem Ministerium, ein Partizipationsprozess bei der Ausgestaltung auch mit der gesamten Wasserwirtschaftsverwaltung und auch hier steht eine Information der Verbände hier im Rahmen des virtuellen Wasserforums war letztes Jahr im Oktober auch im Zeichen Coronas eben virtuell. Und letztendlich soll das Ganze für die Öffentlichkeit münden in einer Broschüre, die eben dann auch diese Inhalte, die ich heute noch weiter vorstellen werde, enthält, untersetzt mit Beispielen und wo das Ganze eben mit den Absichten, mit den Zielen, mit der Maßnahmengliederung entsprechend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Hier sieht man schon mal einen Prototyp der Broschüre, wird sich noch weiterentwickeln und ja, Mitte nächsten Jahres auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Hauptziele, ich habe es angesprochen, wir wollen die Herausforderung integral angehen, wir wollen die Synergien nutzen, wir wollen ein frühzeitiges Erkennen von Konfliktpotenzialen ermöglichen. Ich habe es reingeschrieben, Dialog. Also dieses bayerische Aktionsprogramm Gewässer soll auch in der Umsetzungsphase, in der Umsetzung von den einzelnen Projekten den Dialog suchen, die Beteiligung von Verbänden, die Beteiligung von der Öffentlichkeit ermöglichen. Wir haben hierzu auch unseren Leitfaden Projektmanagement der Wasserwirtschaft in Angriff genommen, wo eben wirklich dann auch Meilensteine und Phasen der Beteiligung, der Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend verankert sind, um eben hier nicht in unserem wasserwirtschaftlichen Tunnel zu arbeiten, sondern wirklich die Aspekte, der Betroffenen, der Beteiligten, aber auch der Verbände hier mit einfließen zu lassen. Ja, konsequente Fortführung des bisherigen Aktionsprogramms 2020 Plus. Da werde ich nachher in meinem Vertiefungsteil Hochwasserschutz nochmal drauf eingehen. Also Hochwasserschäden vorbeugen, aber auch nicht nur der Schutz steht im Vordergrund, sondern alle Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements.
Also von der Sensibilisierung, von der Vorsorge über die Vermeidung zur Nachsorge und zur Bewältigung im Ereignisfall. Ganz wichtig, es geht nicht nur ums Flusshochwasser, sondern bei diesem Bereich Hochwasserschutz, bei dieser Säule 1 eben auch unbedingt um die Starkregenvorsorge als eben auch eine Klimaanpassungsmaßnahme. Flüsse, Bäche, Auen vernetzen unsere Gewässer als Lebensräume und Biotopverbund entwickeln. Das ist ein Hauptziel der Säule 2 und natürlich vor allem die ökologische Verbesserung der Gewässer eben mit dem Ziel, hier auch den Ansprüchen oder den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie gerecht zu werden. Welche Herausforderung das ist, haben wir vorher schon gehört. Und Erlebnis und Erholung schaffen, also eine naturnahe und lebendige Gewässerlandschaft entwickeln, die den Menschen auch als Erlebnis- und Erholungsräume dienen kann. Und genau diese Maßnahmen aller drei Säulen laufen zu diesem integralen Programm zusammen. Wir wollen nicht mehr in den einzelnen Säulen denken. Wir wollen Projekte, die eben alle drei Aspekte der Säule 1, der Säule 2 und der Säule 3 beinhalten. Wir wollen sie für die Kommunen fördern und genau das ist eben auch ein zentraler Fokus hier im Gewässeraktionsprogramm 2030, dass wir stärker auf die Kommunen, die eben die Obhut der Gewässer 3 haben, die hier einen großen Kilometeranteil der Gewässer unter ihrer Verantwortung haben, stärker auf die Kommunen zugehen, Förderwerkzeuge an die Hand geben, eben auch um die Ziele dieser drei Säulen abzudecken und eben hier auch Sensibilisierungs-, Aufklärungs- und Informationsarbeit für die Kommunen leisten. Gut, nachhaltige Entwicklung des Lebensstandorts Bayern. Das heißt also, wir wollen hier im Sinne des Nachhaltigkeitsansatzes denken, ökonomisch, ökologisch, aber auch sozial. Und das soll eben auch mit diesen drei Säulen zum Ausdruck gebracht werden. Hier sehen wir das Ganze runtergebrochen dann auf Handlungsfeldebene. Die drei Säulen, Hochwasserschutz, Ökologie und Sozialfunktion. Die lehnen sich an die Handlungsfelder im Hochwasserrisikomanagement, also Vermeidung, Schutz, Vorsorge, Bewältigung und Nachsorge. Im Bereich Ökologie an die Handlungsfelder der Wasserrahmenrichtlinie mit Verbesserung des Wasserhaushalts, der Durchgängigkeit und der Gewässerstruktur und insgesamt natürlich als Ziel Verbesserung des ökologischen Gewässerzustands, eben als übergreifendes Handlungsfeld. Und als Mehrwert, dass wir eben nicht nur hier signalisieren, wir wollen die Wasserrahmenrichtlinie abarbeiten, sondern uns eben auch der Aspekt Artenvielfalt, Verbesserung der Artenvielfalt, die Vernetzung der Lebensräume als eigenes Handlungsfeld, hier die Vernetzungsfunktion, ökologische Vernetzung, Wasser, Land. Und als dritte Säule Sozialfunktion, als strategisch konzeptionelle Maßnahmen, aber auch einzelne bauliche Maßnahmen, wo ich jetzt gleich noch etwas davon vorstellen werde. Aber in der Mitte übergreifende Maßnahmen und Strategien. Das heißt hier wirklich vernetzt denken, wenn ich eine Hochwasserschutzmaßnahme plane, die ökologische Verbesserung mitdenken, die Erholungsfunktion mitdenken, also gemeinsam mit einem gemeinsamen Ansatz an die Projekte rangehen und genauso das auch den Kommunen spiegeln, dass man eben hier gemeinsame Förderangebote nutzen kann, um gleichzeitig den Hochwasserrückhalt verbessern, aber auch eine Verbesserung der Gewässerökologie und Sozialfunktion. Ich habe es reingeschrieben jetzt als Exkurs, Säule 2 Ökologie, weil ich sage mal, über die Säule 2 und über die Säule 3 könnte man wahrscheinlich allein jeweils eine Dreiviertelstunde lang sprechen oder auch noch länger. Und ist jetzt auch, sage ich mal, die Verbesserung der ökologischen Funktion ist jetzt nicht mein Fachgebiet als Referatsleiter Hochwasserschutz und alpine Naturgefahren. Da sind andere bei uns im Haus, die viel besseren Experten. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben, was ist denn hier geplant in der Säule 2, aber nachher eben auf den Hochwasserschutz eingehen.
Natürlich, die Programme kennen Sie, auf was wir hier aufsetzen, Wasserrahmenrichtlinie Natura 2000 und die Konzepte, die bei uns im Fokus stehen, Gewässerentwicklungskonzepte, Umsetzungskonzepte, kennen Sie auch. Über den Mehrwert haben wir gesprochen. Es geht nicht nur um die reine Gewässerstruktur, es geht darum, eben in der Säule 2 auch die Auen umfassend zu betrachten, also vom Gewässerrandstreifen über die Uferstreifen bis hin zu Identifikation von Auenpotenzialen, aber auch wirklich Nutzung, Ausschöpfung dieser Auenpotenziale und hieraus auch die Lebensraumentwicklung, die Biotopvernetzung anzustreben. Hier steht es, entwickelt Gewässer und Auen als Kernbestandteile des Biotopverbunds weiter. Dabei geht es natürlich nicht nur darum, die Gewässerstruktur jetzt für den Status quo. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie wichtig ist die Erfassung des Status quo. Aber es geht auch in die Zukunft. Klimaanpassung, das heißt, diese Lebensräume, diese Gewässerlandschaften und diese Gewässerlandschaften in und am Gewässer müssen natürlich resilient sein, auch im Hinblick auf den zu erwartenden Klimawandel. Das soll ganz klar auch hier adressiert werden, dass eben die Auen so gestaltet werden und die Gewässer, damit hier auch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel möglich gemacht wird. Und zu den Einzelmaßnahmen, also ganz wichtig, erstmal natürlich das Monitoring, damit wir wissen, wo stehen wir. Also Ermittlung des Gewässerzustands, Erfassung der Belastungen, Bestandsaufnahme, Gewässerstrukturkartierungen. Hier ist sehr viel passiert in dem Bereich, dass eben Gewässerstrukturkartierungen mittlerweile auch digitalisiert werden, alles in unseren Umweltatlas einfließt und hier wirklich ein Status quo erfasst wird, von dem man aus dann entsprechend die Ziele definieren kann. Wir haben vorher gehört, wie wichtig das Ganze ist. Dann Verbesserung der Abflussverhältnisse und Herstellen der Durchgängigkeit. Es geht bei der Gewässerentwicklung vom Gewässer selbst über die Randstreifen bis hin zur Gestaltung wirksamer Uferstreifen, also eben wieder weg von der Nutzung bis ans Gewässer ran, sondern hier entwickeln von Schutzstreifen, damit eben Erosion, Stoffeinträge in unsere Gewässer abgepuffert werden. Insbesondere jetzt wichtig auch als Starkregenvorsorge, also gerade auf landwirtschaftlichen Flächen, die steigenden Oberflächenabflüsse führen natürlich dazu, dass wir immer vermehrt Einträge in unsere Gewässer bekommen und wirksame Maßnahmen zur Auenentwicklung, Auen wiederherstellen, Altgewässer anbinden. Wir haben vorher schon schöne Beispiele gesehen. Und wie soll die ökologische Vernetzung stattfinden? Da gibt es Beispiele wie zum Beispiel die naturnahe Deichpflege, Biotopverbund und Artenvielfalt soll auch verbessert werden, indem Naturschutz und Wasserwirtschaft in gemeinsamen Projekten enger zusammenarbeiten. Also Beispiel Landshuter Modell, dass hier wirklich gemeinsam an einem Strang gezogen wird und die gemeinsamen Ziele hier verfolgt werden können. Und eine naturnahe und ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung. Hier Beispiele. Das Beispiel Neuburg, Donau, hier ökologische Flutung, also mit technischem Ausleitungsbauwerk, wo eben dann gezielt sogenannte ökologische Flutungen für diesen Auenbereich durchgeführt werden. Entsprechende Flutrinnen bekommen wieder eine Dynamik und reaktivierte und neu angelegte Bäche werden hier entsprechend gezielt bewässert und dann hier entsprechend zu einer Auenlandschaft entwickelt, durch dieses Instrument ökologische Flutung. Sekundärauen hier im Beispiel Altmühl bei Treuchtlingen, wo eben die Uferbereiche abgeflacht, abgetragen wurden, damit hier wieder eine Dynamik sich entwickeln kann und eine regelmäßige Überflutung dieser entsprechend an dieser Schleife angelegten Sekundäraue und auch Entwicklungskorridore, die entsprechende Möglichkeiten der Biotopbildung dann wieder mit sich bringen und auch als Pufferstreifen hier für die landwirtschaftlichen Austräge oder für die landwirtschaftlichen Flächen hier dienen und dem Gewässer einfach im Rahmen der Möglichkeiten Raum geben, sich wieder eigendynamisch zu entwickeln. Dann
wertvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Strukturvielfalt, Totholz, woraus ein hoher gewässerökologischer Nutzen resultieren kann. Dazu gibt es Broschüren vom LFU und der Maßnahmeneinsatz ist hier auf jeden Fall auch noch steigerungsfähig. Aber hier muss man natürlich auch den Hochwasseraspekt im Hinterkopf haben, Stichwort Verklausung, also dass das Totholz zielgerichtet eingesetzt wird. Wir haben hier auch natürlich andere Nutzer, Gewässernutzer, Verbände, Kanuverband, die eben dann auch, also sie haben auf jeden Fall bei unserem Wasserforum schon Mitarbeit signalisiert, damit eben solche Maßnahmen wie Totholz auch entsprechend verträglich für die Nutzer, für die Kanunutzer dann eingebracht werden kann. Also das Totholzmanagement in Abstimmung mit Naturschutz, aber auch mit weiteren Nutzern und ganz wichtig, für meine Zunft, sage ich jetzt mal, für den Hochwasserbereich, damit eben hier nicht zusätzliche Hochwasserverschärfungen entstehen können durch Verklausungsgefahr. Dann Uferstreifen, Voraussetzung für eine eigendynamische Entwicklung der Gewässer. Hier sehen wir das Beispiel, oft reicht schon eine Entfernung der Ufersicherung und dann kann sich da auch wieder ein Uferstreifen entwickeln. So, dann gehen wir mal weiter. Säule 3, Sozialfunktion. Die Gewässer sollen zukünftig systematisch bei wasserwirtschaftlichen Projekten berücksichtigt werden. Systematisch, das heißt, Sozialfunktion wurde auch bisher schon berücksichtigt. Das heißt, dass zum Beispiel Unterhaltungswege auch so angelegt wurden, dass sie zum Beispiel als Wanderwege oder als Radwege genutzt werden können. Aber es wurde eben nicht explizit als Maßnahmen zur Förderung der Sozialfunktion bezeichnet. Also worum geht's? Wir wollen die Attraktivität unserer Gewässer als Erholungsräume steigern. Das weiß jeder. Jeder geht gern ans Gewässer. Jeder schöpft neue Kraft aus den Gewässern. Jeder fühlt sich wohl, wenn er am Gewässer verweilen kann, wenn er mal die Mittagspause an einem Ufer verbringen kann. Also das schöpft Kraft, das bietet Erholung. Das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Bietet Naturerlebnisse vor der Haustür. Man muss nicht weit wegfliegen in den Urlaub. Manchmal ist das Glück und die schöne Landschaft so nah und man kann hier wirklich sich von der Landschaft inspirieren lassen und wirklich auch Erlebnisse haben. Bietet Anreize für Bürger, selbst aktiv zu werden. Also wenn ich diese Maßnahmen gezielt einsetze und auch die Bürger an die Gewässer bringe, also gezielt, nicht einfach wild über den gesamten Gewässerlauf, sondern gezielte Maßnahmen dort auch informiere, sensibilisiere, dann kann ich solche Aspekte wie Naturschutz, wie Hinweise zur Vermüllung der Gewässer, Hinweise zur Eigenvorsorge im Hochwasserbereich. Also ich kann in alle möglichen Bereiche Hinweise geben und ich denke, wenn dann ein schöner Blick auf das Gewässer für den Bürger ermöglicht wird, dann kommt dieses Verständnis noch viel mehr, sickert viel mehr ein, wenn ich das direkt am Gewässer vermittle. Machen die Leistungen der Wasserwirtschaft besser sichtbar, ganz klar. Auch die Leistungen der Kommunen, wenn irgendwo schöne Gewässerrenaturierungsmaßnahmen umgesetzt wurden und ich gezielt hier Erholungsräume schaffe, dann fördert das die Akzeptanz und öffnet Tür und Tor auch für zukünftige Maßnahmen, gerade Gewässerentwicklungsmaßnahmen, aber auch für Hochwasserschutzmaßnahmen. Und sichert natürlich den gewässernahen Bereich, weil diese Flächen für andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn hier irgendwo ein schöner Erholungsbereich ist, gerade in besiedelten Gebieten, wenn ich da die Möglichkeit schaffe, das Gewässer schön erholungsnah zu nutzen, dann wird da der Gegenwind deutlich größer sein, dass hier irgendwo ein Baugebiet ausgewiesen wird. Ja, und vermeiden die Zerschneidung und Überbauung des Erholungsraums, zum Beispiel in der Auenlandschaft. Was für Maßnahmen sind hier angedacht? Ich habe es angesprochen, Unterhaltungswege gestalten als Rad- und Wanderwege, Wege anlegen am renaturierten Gewässerabschnitt,
Sichtbeziehungen verbessern, also Aussichtspunkte schaffen, Sitzgelegenheiten schaffen, Ausruhepunkte, Sitzgruppen. Also der Fantasie ist hier noch keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist natürlich, dass das Ganze irgendwo gezielt abläuft, dass eben auch die Natur ihren entsprechenden Raum hat, die Lebensräume erhalten bleiben und die Besucher eher gelenkt werden, als wild in die Landschaft, in die Natur strömen gelassen werden. Also ich sage mal, jeder kennt die Bilder vom Flaucher in München. Sowas wollen wir natürlich nicht haben, sondern das Ganze irgendwo gezielt lenken und leiten. Zugänglichkeiten verbessern, das steht natürlich auch im Einklang mit Uferabflachung und Renaturierungsmaßnahmen und gefahrlosen Zugang zu den Gewässern ermöglichen, damit eben hier auch niemand irgendwo reinstürzt oder ja, gefährdet ist. Planschen, Tümpeln, Baden steht hier dran, Wasserspielplätze einrichten, Lehrpfade einrichten. Also wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet am Landesamt für Umwelt, die sich die nächsten 2 bis 3 Jahre intensiv mit der Ausgestaltung des Themas Sozialfunktion befasst. Es soll hier auch ein wasserwirtschaftsinterner oder ein Leitfaden entwickelt werden für die Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialfunktion und auch hier, das Ganze geht noch weiter, aber der Leitfaden wird es dann entsprechend alles beinhalten, um was es hier gehen wird. Aber die Rahmenbedingungen, die sind noch wichtig, dass man diese hier nennt bei den Maßnahmen zur Sozialfunktion. Also wir wollen nicht wild irgendwelche Wasserspielplätze fördern, ohne einen anderen wasserwirtschaftlichen Fokus. Das heißt, diese Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialfunktion werden ausschließlich dann vorgesehen, wenn entweder eine Maßnahme zur Verbesserung der Ökologie vorgesehen wird oder auch eine Maßnahme zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. Also das soll immer im Einklang stattfinden und nicht allein Wasserspielplätze oder irgendwelche Wasserparks gestalten oder irgendwelche Sitzgelegenheiten, sondern das soll immer den Zweck haben, auch die Maßnahme in den Fokus zu stellen, die Maßnahme zu präsentieren oder eben auch dann mit der Maßnahme eine Fördermöglichkeit zu haben, um die Erlebbarkeit der Gewässer noch zu verbessern. Das Gleiche gilt eben für die Gewässer 1 und 2. Hier steht es, die Fließgewässer in der Obhut der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung, aber auch bei den Fördermitteln für die Kommune soll das so gleichermaßen erfolgen. Dann geht es darum, dass das Ganze natürlich jeweils an den Naturraum angepasst vonstatten gehen soll. Also die Sozialfunktion, die Maßnahmen zur Erhöhung der Erlebbarkeit und der Erholung sehen im urbanen Raum ganz anders aus als in der freien Landschaft. Das heißt, hier habe ich auch ganz andere Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, als dass ich jetzt in der freien Landschaft, wo auch wenig Durchgangsverkehr, wo wenig Publikumsverkehr erwartet wird, dass ich da große Wasserlandschaften oder Erlebnisparks irgendwo an das Ufer gestalte. Also hier geht es darum, natürlich der Natur ihren Raum zu lassen und im urbanen Raum hier Möglichkeiten zu schaffen, am Gewässer eben, ja, die gezielte Besucherlenkung, aber auch die Erlebbarkeit und eben mit gezielten Renaturierungsmaßnahmen eben hier auch den Einklang von Mensch und Natur zu verbessern. Es geht darum, um die wohnortnahe Feierabend- und Wochenenderholung, nicht um wirklich Erlebnisparks oder Disney World am Gewässer zu schaffen, sondern wirklich eher so kleine Mikroabenteuer oder eben wirklich die Ruhe am Gewässer suchen und nicht hier, wie ich gesagt habe, große Erlebnisparks. Naturverträglich auf jeden Fall und nachhaltig auch. Was bei dem Ganzen natürlich wichtig ist, dass wir im Hinterkopf haben, was ist der Unterhaltungsaufwand für diese Maßnahmen und Verkehrssicherungspflicht. Also solche Sachen müssen mitgedacht werden, auch Zielkonflikte und Gefahrenpotenziale. Also das ist auch alles Inhalte unseres Leitfadens, den wir erstellen und Arbeit dieser Arbeitsgruppe, damit diese Aspekte eben auch berücksichtigt werden. Hier noch Beispiele, wie solche Lehrpfade ausschauen können. Das Ganze kann natürlich auch immer insbesondere für unsere jüngeren Bürgerinnen und Bürger, für die Schüler, für die Kinder attraktiv gestaltet werden. Sprich, wo sich die Kinder wohlfühlen, fühlen sich ja meistens die Eltern auch wohl, wenn ich da wirklich schöne Erlebnismöglichkeiten schaffe. Und
man sieht es hier ganz toll, auch einbinden bei der Gestaltung Pflanzaktionen. Das sind alles Beispiele und unser Leitfaden wird hier noch vieles mehr mit sich bringen, in welche Richtung hier gedacht wird. Jetzt kommen wir zum Hauptthema, Hochwasserschutz. Ich habe es vorher angesprochen, konsequente Weiterführung des bisherigen Aktionsprogramms 2020 Plus. Hier für, ich denke, die meisten von Ihnen kennen unser Aktionsprogramm 2020 Plus, aber hier nochmal dargestellt das Symbol für das Aktionsprogramm 2020 Plus, eingebettet in den Kreislauf des Hochwasserrisikomanagements, beginnt mit dem Hochwasserereignis, das ich natürlich irgendwo bewältigen muss. Eine Nachsorge ist hier wichtig, eine Dokumentation der Schäden, der Ereignisse, der Maßnahmen, um daraus Vermeidungsstrategien. Vermeidung ist natürlich immer besser als Schutz, weil dort, wo ich kein Gefahrenpotenzial habe, muss ich auch nicht schützen. Dann entsprechende Schutzstrategien aufgegliedert in den technischen Hochwasserschutz und den natürlichen Rückhalt und in entsprechende Vorsorgemaßnahmen, auf die wir gleich eingehen wollen. Also das hat sich bewährt, darauf wollen wir aufsetzen, aber wir müssen diese Komponenten ergänzen, weil 2016 hat es uns gezeigt, Sturzflutpotenziale oder Starkregenmanagement ist wichtig. Und von außen kam auch immer mehr die Frage oder auch aus der wasserwirtschaftsinternen Diskussion, was können die Staustufen leisten? Das Thema kam zum Beispiel auf bei der Flutpolder-Diskussion. Können wir die Flutpolder nicht ersetzen durch ein effektives Staustufenmanagement? Dieser Aspekt soll nun auch zumindest konzeptioneller und strategischer Bestandteil unserer Hochwasserschutzstrategie sein. Hier nochmal dargestellt, Schutz aufgegliedert, natürlicher Rückhalt und in den technischen Hochwasserschutz. Es gibt hier, ich klapp's mal alles auf, erstmal handlungsfeldübergreifende Maßnahmen und Strategien, also die Handlungsfelder, vorher dargestellt in Vermeidung, Schutz, Vorsorge, Bewältigung und Nachsorge. Und es gibt aber Maßnahmen, die greifen in die unterschiedlichen Handlungsfelder ein. Also ich sage mal, die überschwemmungsgefährdeten Gebiete sind natürlich die Basis für alles. Wenn ich weiß, was ist gefährdet, was ist betroffen, dann kann ich darauf meine Strategien und Maßnahmen aufsetzen. Das heißt, ich kann hier Sensibilisierungsarbeit auf der einen Seite leisten, aber auch meine Hochwasserschutzplanung auf der anderen Seite. Sprich Vorsorge, Vermeidung, Schutz, alles greift hier auf die setzt auf diesen überschwemmungsgefährdeten Gebieten auf. Integrale Konzepte. Wir haben vorher gesagt, das Bayerische Aktionsprogramm Gewässer ist ein integrales Programm, aber auch innerhalb der Säule Hochwasserschutz soll integral gedacht werden. Sprich, Beispiel, die Förderung integrale Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepte. Hier geht es nicht darum, was kann die einzelne Maßnahme leisten, sondern was bringen die Maßnahmen im Verbund, sprich die Kombination aus natürlichem Rückhalt mit technischen Hochwasserschutzmaßnahmen. Wir haben natürlich die Verantwortung, dass wir einen 100-jährlichen Hochwasserschutz gewährleisten müssen, plus 15% Klimazuschlag. Das ist die Basis, das ist unsere Verantwortung, das müssen wir gewährleisten. Aber wie man da hinkommt, gibt es verschiedene Wege und in integralen Konzepten kann man verschiedene Möglichkeiten kombinieren, ausloten, um dann für mein übergeordnetes Schutzziel diesen entsprechenden Hochwasserschutz zu gewährleisten. Interkommunale, überregionale Zusammenarbeit, Oberliga-Unterliga-Problematik. Sprich, wenn sich zwei Kommunen zusammentun und ein gemeinsames Hochwasserschutzkonzept entwickeln, dass die Möglichkeiten des einen und die Betroffenheiten des anderen gekoppelt ausnutzt und sinnvoll verknüpft, da gibt es erhöhte Fördersätze und das wollen wir weiter fördern und weiter ausbauen. Aber auch länderübergreifend, also es gibt das nationale Hochwasserschutzprogramm, wo viele unserer Maßnahmen mit einfließen, aber auch internationalen Austausch, zum Beispiel, man sieht es hier auf dem Bild, im Rahmen der Alpenkonvention oder europäischen Alpenstrategie, wo man wirklich auch übergreifend über die Landesgrenzen arbeitet und gemeinsame Strategien entwickelt, von den Nachbarn lernt, und aber auch an den Grenzen zu einheitlichen und sinnvollen Konzepten und Abstimmungen kommt.
Digitalisierung, sage ich mal, auch ganz wichtig. Wir haben jetzt ein neues Referat Digitale Wasserwirtschaft am Landesamt für Umwelt und es geht immer mehr in die Nutzung natürlich digitaler Grundlagen, digitales Monitoring. Wir haben es angesprochen, der Status quo ist natürlich erstmal wichtig zu erheben. Da hilft uns die Digitalisierung auf jeden Fall, aber auch im Hochwasserrisikomanagement, um die Verfügbarkeit der Daten, wie jetzt hier zum Beispiel festgesetzte Überschwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenkarten, Wildbachgefährdungsbereiche, zügig verfügbar zu machen, zügig der breiten Bevölkerung verfügbar machen, aber auch den Kommunen, dem Katastrophenschutz, der Raum- und Bauleitplanung. Hier steht auch ein wichtiger Fokus. Es gibt eine neue Handlungsempfehlung Raum- und Bauleitplanung im Rahmen der Starkregenvorsorge, also dass man hier auch drauf sensibilisiert, was gibt es denn überhaupt für Datenmaterial, was gibt es für Kartenmaterial und wie kann dieses Material sinnvoll in der Raum- und Bauleitplanung eingesetzt werden. Ja, und Flächenvorsorge, ein wichtiger Punkt noch, die Absiedlung oder das Ausweichen, dass man eben versucht, überschwemmungsgefährdete Gebiete, Gefahrenbereiche HQ100, entsprechend gar nicht erst zu bebauen, weil die Vermeidung ist immer noch der beste Schutz. Bauvorsorge, wir müssen darauf hinweisen, dass es eben die Risikogebiete gibt im Bereich eines HQ1000. Hochwasserschutz ist wirksam, aber Hochwasserschutz ist nicht hundertprozentig. Wir haben es vorher gehört mit dieser trügerischen Sicherheit, sprich, wo ich einen Deich habe, dahinter sammeln sich Werte an und die Hochwasserschutzmaßnahmen sind auf ein Bemessungsziel ausgelegt, auf einen Bemessungswasserstand, aber es kann ein Ereignis geben, was darüber hinausgeht. Und hier muss man entsprechend sensibilisieren. Man muss Vorgaben, Umgang mit wassergefährdeten Stoffen, Öltanks etc. berücksichtigen. Hier müssen wir weiter Aufklärungsarbeit leisten und eben auch die Möglichkeiten zum Beispiel einer hochwasserangepassten Bauweise zeigen. Natürlicher Rückhalt, ja, ein wichtiges Thema für diese Veranstaltung, der natürliche Rückhalt. Mein letzter Vortrag hier in diesem, bei diesem Donaukongress hat die Maßnahmen des dezentralen Hochwasserschutzes aufgezeigt. Das war auch mein Fachgebiet und dort habe ich intensiv geforscht. Es geht um die Maßnahmen natürlich an Gewässern und in den Auen, also Gewässerrenaturierung, Reaktivierung von Auen, damit verbunden Deichrückverlegung, aber auch Maßnahmen in der Fläche, sei es ökologische Landwirtschaft, sei es Rückbau von Drainagen, sei es Aufforstung, sei es ökologische Waldumgestaltung. Also diese Maßnahmen wollen wir alle weiter fortführen und sind ein zentraler Bestandteil in diesem Aktionsprogramm Gewässer 2030. Und ich habe es hier reingeschrieben, wir sehen hier starke Interaktionen und das war auch wieder Schlussplädoyer vom Professor Geist, Synergien nutzen. Sprich, wenn ich eine Hochwasserschutzmaßnahme plane, dann kann ich gleich den Mehrwert der Gewässer, der ökologischen Verbesserung des Gewässers mitdenken als ja, Zielerreichung Wasserrahmenrichtlinie und habe hier eine integrale Maßnahme, die den Zielen der Säule 2, aber auch dem Hochwasserschutz natürlich dienlich ist. Und ich habe es vorher angesprochen, integrale Konzepte, dass natürlich die Wirksamkeit dann dieser Renaturierung bei einer zusätzlichen Bemessung von einer Mauer, wenn ich natürlich eine Aufweitung habe, dann sinkt an der Stelle mein Wasserstand und eine Hochwasserschutzmauer kann deutlich kleiner ausfallen oder ein Deich kann deutlich kleiner ausfallen. Wenn ich ihn rückverlege an der Stelle, dann kann der Deich in der Höhe sinken, weil natürlich der Wasserstand bei einem größeren Querschnitt auch entsprechend nach unten geht. Maßnahmen in Land- und Forstwirtschaft, da sage ich auch, das sind No-Regret-Maßnahmen. Wenn ich ökologische Landwirtschaft betreibe, dann bringe ich mehr Wasser in den Boden. Ich reduziere die Oberflächenabflüsse, ich reduziere Erosion und Stoffausträge und damit jeder Tropfen, der in der Landschaft zurückgehalten werden kann, trägt nicht zum Hochwasser im Gewässer bei und fördert gleichzeitig natürlich meine Vorsorge für Trockenheit und Wasserverfügbarkeit für unsere Gewässer. Also ich denke, da sind wir uns alle einig. Die Synergieeffekte sind hier eindeutig. Und mit diesem integralen Ansatz des Aktionsprogramms Gewässer sind hier neue Möglichkeiten geschaffen, auch diese Maßnahmen in einem stärkeren Umfang umzusetzen, als wir es bis jetzt im Aktionsprogramm 2020
Plus hatten. Aber wir müssen die andere Seite der Medaille sehen. Und Sie wissen es, ich weiß es, diese Maßnahmen haben auch einen teilweise begrenzten Effekt. Und wenn wir jetzt von diesem HQ100-Schutz als unser Ziel in Bayern plus 15% Klimazuschlag reden, unsere Pflichtaufgabe aus dem LEP, dann müssen wir wirklich auch im Klaren sein, dass es diese Maßnahmen allein nicht schaffen, diesen Schutz für unsere Bevölkerung, was in unserer Verantwortung als Wasserwirtschaft steht, zu gewährleisten. Und der technische Hochwasserschutz ist weiter wichtig. Sprich, wir müssen Hochwasserschutzanlagen bauen, wir müssen Funktion bestehender Anlagen erhalten und optimieren. Und wir haben auch vorher über das Thema Flutpolder gesprochen. Und da werden sicher einige von Ihnen auch sagen, oh Gott, diese Flutpolder, sie sind die Maßnahmen für den Überlastfall. Und wenn wir sehen, was 2013 passiert ist, dann ja, wage ich zu behaupten, und ich habe sehr viel in dem Bereich natürlicher Hochwasserschutz und dezentraler Rückhalt geforscht und gearbeitet, wissenschaftlich gearbeitet, dass mit diesen Maßnahmen zum natürlichen Rückhalt Ereignisse wie ein HQ300, ein HQ500, auf das eben diese Flutpolder als Notentlastungsorgan ausgelegt sind, eben diese Maßnahmen in der Fläche hier keine Chance haben. Weil wenn eben der Boden gesättigt ist, dann bringt eine Erhöhung der Infiltration wenig oder nichts, weil der Boden schon voll ist. Da bringe ich nichts mehr in den Boden rein. Und kleine Becken in der Fläche oder Renaturierungsmaßnahmen, die wirken beim ansteigenden Ast. Aber wenn eben der große Scheitel an der Donau kommt, dann muss ich hier noch flexible Möglichkeiten schaffen, damit ich eben die Schutzanlagen, die Deiche an der Donau entsprechend entlaste, damit es nicht zu unkontrollierten Deichversagen, zu großen wirtschaftlichen und vor allem zu Menschenleben, Todesopfern kommen kann. Also hier, auch ein Plädoyer für die Flutpolder, die ihre Funktion und ihre Rolle hier für den Überlastfall an der Donau haben, aber auch ein Plädoyer für den natürlichen Rückhalt, für die Maßnahmen in der Fläche, weil ich habe es vorher gesagt, jeder Tropfen, der in der Fläche zurückhält, gehalten wird, trägt nicht zum Hochwasser im Gewässer bei. Und in der Fläche sind die Maßnahmen sicher auch wichtig, weil was hilft ein Flutpolder an der Donau, wenn ich ein Hochwasser irgendwo an einem Seitenast habe, ein Starkregenereignis habe, dort muss ich auch effektiv den Niederschlag zurückhalten. Also integral das Zusammenwirken der Maßnahmen ist das Wichtige. Staustufenmanagement, hier wollen wir intensive Untersuchungen fortführen für einen gezielten Einsatz des Staustufenmanagements. Wie können die Staustufen so eingesetzt werden, dass durch eine geeignete Vorabsenkung zum Beispiel der Hochwasserstand in Passau reduziert werden kann? Hier laufen schon Untersuchungen im Rahmen der INN-Studie, aber auch an der Donau oder jetzt im Bayerischen Aktionsprogramm Gewässer. Und die Steuerung der Staustufen wollen wir im Hinblick auf Hochwasserereignisse weiter optimieren. Starkregen, da komme ich gleich noch dazu. Hier noch ein Beispiel, wie eben eine Hochwasserschutzmaßnahme sinnvoll verknüpft werden kann mit Sozialfunktionen, also Erholungsflächen. Hier die Hochwasserschutzmauer und hier aber auch Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, ich muss ein bisschen mich beeilen. Das Thema Vorsorge, ganz wichtig. Ich habe es gesagt, den hundertprozentigen Hochwasserschutz kann es nicht geben. Wir müssen entsprechend Vorsorge treffen. Und da dient eine umfassende Kommunikation. Wir sehen es hier unten, Hochwasserinfo Bayern, unser Kommunikationsprojekt, wo wir versuchen, auf die Akteure, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Architekten und Planer, Hausbesitzer, Landwirte zuzugehen, Gewerbetreibende und jedem seine Rolle im Hochwasserrisikomanagement aufzuzeigen. Jeder kann zu einem effektiven Hochwasserschutz und zu einer Reduzierung der Schäden beitragen durch Eigenvorsorge, durch Abschluss zum Beispiel einer Elementarschadenversicherung. Also das ist uns ganz wichtig. Aufklärungsarbeit, aber das sollte eben auch übergreifend stattfinden, eben nicht nur
Hochwasserschutz allein, sondern dass man eben hier auch zum Beispiel über Gewässernachbarschaften unsere Säule 2, eine ökologische Gewässerunterhaltung, die Maßnahmen zur Gewässerentwicklung weiter in die Öffentlichkeit bringt und in die Breite streut. Genauso wollen wir die Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz verbessern, gemeinsame Ausbildungsabschnitte kreieren, hier auch Schulungsmaterial bereitstellen, gemeinsame Workshops und vor allem, wir hatten hier auch schon einen Auftaktworkshop im Landkreis Oberallgäu, die Datengrundlagen vereinheitlichen, damit eben der Katastrophenschutz direkt auch mit unserem Kartenmaterial, hier steht es zum Beispiel Wildbachs Hilfskarten, arbeiten kann, wo eben unser Kartenmaterial gezielt im Einsatzfall genutzt werden kann, entsprechend Wasserstände, Personenflutsicherheit, Evakuierungswege dargestellt sind und der Katastrophenschutz hier direkt damit arbeiten kann. Das Gleiche gilt dann auch für die Bewältigung, damit eben hier Aufklärung und im Rahmen der Schulungsarbeit mit dem Katastrophenschutz zusammen sofort auch die Ansprechpartner der Wasserwirtschaft, die Quellen, die Online-Systeme, wir haben es vorher angesprochen, Digitalisierung, vermittelt wird, damit im Ereignisfall sofort klar ist, wo setze ich denn meine mobilen Hochwasserschutzanlagen ein, wer kann mich beraten im Wildbachbereich, Verklausungsgefahr, wer kann mich unterstützen, wo meine Knackpunkte im Einzugsgebiet sind, dass Katastrophenschutz und Wasserwirtschaft hier eng zusammenarbeiten und dass eben die Fachgrundlagen an den Katastrophenschutz rausgespielt werden, aber auch im Nachgang die Ereignisse, was wir vielleicht in der Wasserwirtschaft nicht alles mitbekommen, über die freiwilligen Feuerwehren, über die Landratsämter, die Kreisverwaltungsbehörden wieder zurückgespült werden, damit eben das Wissen und die Erfahrung konserviert wird und dann entsprechend auch für zukünftige Maßnahmen und Strategien berücksichtigt werden kann. Beim Starkregen- und Sturzflutmanagement haben wir zwei Ansätze, einen wissenschaftlichen Ansatz in dem Projekt HIOS, was derzeit noch von der TU München und der LMU bearbeitet wird, also Hinweiskarte Oberflächenabfluss Sturzfluten, wo wir bayernweit eine Hinweiskarte haben möchten, wo die Sturzflut und die Hochwasser infolge von Starkregengefährdung besonders hoch ist. Und weiterhin laufen Sonderförderprogramme für Kommunen. Ich meine, um die 70 Kommunen haben sich daran beteiligt, ein kommunales Starkregenrisikomanagement aufzubauen und unter Einbeziehung fachkundiger Ingenieurbüros für sich eine Strategie für ein kommunales Starkregenrisikomanagement zu entwickeln. Und die Ergebnisse aus diesen beiden Bausteinen, wissenschaftlicher Ansatz, kommunalpraktischer Ansatz mit Ingenieurbüros, das soll in eine gemeinsame Strategie zum Starkregenrisikomanagement in Bayern zusammenführen und zusammenfließen. Also diese Projekte laufen jetzt beide im Jahr 2021 aus. Also diese Sonderförderprogramme, bis die umgesetzt sind, das dauert noch ein bisschen. HIOS läuft aus und dann soll begonnen werden, hier eine gemeinsame Strategie aus Praxis und Wissenschaft für Bayern zu entwickeln. Also welche Bemessungsansätze für Maßnahmen sind geeignet? Welche baulichen Anpassungen sind notwendig? Die Warnung soll verbessert werden, auch wieder Kommunikation und Information und insbesondere wollen wir auch mehr über kleine Einzugsgebiete kennenlernen. Also hier wurden flächendeckend über Bayern Pegel installiert in kleinen Gebieten, um einfach hier die Wissensbasis noch zu verbessern, die Vorhersage zu verbessern, aber auch die Bemessung von Maßnahmen. Letzter Punkt in der Säule 1, Hochwasserschutz. Die wassersensible Siedlungsentwicklung. Hier ist es wichtig, zusammenzuarbeiten mit Stadt- und Landschaftsplanern, mit den Architekten, das Thema Green Cities, Schwammstadt anzugehen. Ganz wichtig für die kommunale Planung als Klimaanpassungsmaßnahmen, damit eben hier Starkregen auf jeden Fall abgemindert oder die Folgen von Starkniederschlägen reduziert werden. Hier soll auch unsere HIOS-Karte natürlich mit einfließen, dass ich weiß, wo sind denn meine Hotspots für Entsiegelungsmaßnahmen, aber eben Begrünung, Green Roofs, Fassadenbegrünungen auch als Anpassungsmaßnahmen für Trockenperioden und für die Zunahme der Hitzetage und Belastungen durch den Klimawandel. Hier steht es nochmal.
Beratungsangebote und Leitfäden, aber auch enge Kooperationen, wie gesagt, mit den Stadt- und Landschaftsplanern und gemeinsame Beratungsangebote. Über die Zusammenarbeit mit der Kommune habe ich gesprochen. Es gibt zahlreiche Förderprogramme. Diese sollen weiter ausgebaut werden. Wir arbeiten auch gerade zusammen mit der ländlichen Entwicklung zur Entwicklung eines gemeinsamen Förderleitfadens zusammen mit der Landwirtschaft oder mit der ländlichen Entwicklung, damit eben solche Bodenständigprojekte in der Flur, in der Fläche direkt ineinandergreifen mit unseren integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepte und hier integrale Maßnahmen entwickelt werden können und eben auch die Kommunen da hier beraten werden können, wer ist mein erster Ansprechpartner, wo kriege ich Fördermittel für die Flur, wo kriege ich dann meine Fördermittel und welche Fördermittel gibt es für integrale Hochwasserschutzkonzepte, aber auch Best-Practice-Beispiele, wie kann sowas ausschauen. Also zum Beispiel auch auf unserem Infoportal Hochwasserinfo Bayern haben wir eine ganze Seite über Fördermaßnahmen. Wir twittern das auch regelmäßig raus und versuchen hier möglichst viel Information in die Fläche zu bringen. Und ganz institutionell standardisiert gibt es ja auch den Risikodialog im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements alle 5 Jahre, wo eben auch die Kommunen an den Risikogewässern aufgeklärt werden hinsichtlich ihrer eigenen Möglichkeiten. Letzter Punkt, die Themen müssen vernetzt werden. Ein integrales Programm bringt nur was, wenn ich auch aufzeige, wie können diese Themenfelder vernetzt werden. Das heißt, ich muss frühzeitig auf planerischer Ebene meine Rahmenbedingungen, Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie entsprechend im Blick haben, die Ziele gemeinsam verfolgen und das in meiner Maßnahmenplanung mit umsetzen. Und dann kann ich eben schauen auf Maßnahmenebene, was bringt mir für die einzelnen Säulen Hochwasserschutz und Ökologie, wo habe ich Synergien, zum Beispiel natürlich, wir haben darüber gesprochen, Maßnahmen zur Gewässer- und Auenrenaturierung dienen dem natürlichen Rückhalt und Deiche zerschneiden natürlich die Aue oder schneiden die Aue vom Gewässer ab, deswegen Deichrückverlegung auf jeden Fall als sinnvolle Maßnahmen. Ich denke, das erklärt sich von selber, das wissen alle hier im Raum. Gewässerrenaturierung verbessern die Zugänglichkeit, aber wir haben auch eine Gefahr der Übernutzung. Sprich, wenn ich an Säule 2 und 3 denke, kann ich auf der positiven Seite sehen, Gewässerrenaturierung bringen immer mehr Bürgerinnen und Bürger ans Gewässer. Sie verbessern die Erholungsfunktion, sie verbessern die Akzeptanz, wenn ich das auch schön entsprechend den Bürgern zugänglich mache. Aber ich habe die Gefahr der Übernutzung und deswegen muss ich diese Seite auch im Hinterkopf haben, muss ich kommunizieren, dass eben hier eine Besucherlenkung wichtig ist. Unfallschutz, Verkehrssicherung, Vermeidung der Vermüllung muss man auch entsprechend mitdenken. Und ja, Unterhaltungswege können als Radwege und ja, entsprechende Erholungswege genutzt werden, verbessern die Zugänglichkeit, aber auch hier wieder Verkehrssicherungspflichten sind im Hinterkopf zu behalten. Hier haben wir schöne Beispiele, wie Hochwasserschutzmaßnahmen auch mit Erholungsfunktion verknüpft werden können, aber auch hier müssen immer beide Seiten der Medaille mitgedacht werden. Also diese Vernetzung der Themenfelder ist sehr wichtig zu betrachten. Aber ich denke, auch da könnte man noch sehr viel drüber diskutieren, über die Pros und Kontras oder, sage ich mal, die Synergien und Konfliktpotenziale. Ich habe jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde geredet. Ich denke, Sie haben einen Einblick in das Programm bekommen. Es ist eine große Herausforderung. Jede Säule für sich allein beinhaltet eine große Herausforderung. Wir wissen, die Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 hinsichtlich der Zielerreichung ist eine große Herausforderung. Und allein dessen, wenn man dem Genüge leisten möchte mit der Säule 2, hätte man schon mehr als genug zu tun. Nichtsdestotrotz möchten wir auch auf diesen Mehrwert eingehen und der ist uns wichtig, dass es nicht nur um die Wasserrahmenrichtlinie geht. Wir haben auch den Naturschutz, wir haben auch den Anspruch der Biotopvernetzung und den Willen, hier was voranzubringen. Und beim Hochwasserschutz ist es eben auch so, dass das eine die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie ist, aber wir haben eben
die Starkregenproblematik, die Sturzflutproblematik, die Problematik der kleinen Gewässer in der Fläche. Auch hier müssen wir ran, hier müssen wir was machen. Sensibilisierung, Aufklärung, ganz wichtig. All das wollen wir angehen. Ich hoffe, Sie haben einen Einblick bekommen. Und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung und bedanke mich für die lange Aufmerksamkeit. Vielen Dank.